Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Heute bin ich wieder im schönen Bielefeld und ich möchte euch den Suzuki Jimny vorstellen. Aus der Rubrik bezahlbare Autos, so wie ihr das wolltet. Gut, erstmal für diejenigen, die Ausfahrt TV noch nicht kennen, soll ja ein paar geben. Kurzer Hinweis, unser Format ist ein bisschen länger als das, was man sonst so kennt aus Funk, Fernsehen und YouTube. Aber macht euch keine Sorgen, unten im Beschreibungstext des Videos findet ihr Sprungmarken. Unsere Videos sind immer gleich aufgebaut, immer die gleichen Kapitel, so könnt ihr schön andere Autos gegeneinander, oder auch diesen halt, miteinander vergleichen. Aber ihr könnt halt auch die Kapitel überspringen. Wenn ihr jetzt sagt, Kofferraum, komm, interessiert mich nicht, springt ihr einfach direkt zum Fahreindruck. Das geht unten. Im Beschreibungstext weiter runter scrollen ist auch nicht unsinnig, denn da findet ihr die technischen Daten von dem Fahrzeug, wie auch zum Teil Links zu den Videoreviews von den Mitbewerbern. Gerade die älteren Semester, so wie ich es auch bin, sollten den Jimny eigentlich kennen, allerdings unter einem anderen Namen. In Japan hat Suzuki angefangen, schon 1968 alle leichten Geländewagen als Jimny zu verkaufen. In Europa sind sie dann mit dem Namen, wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es, LJ80 an den Start gegangen. Und der hatte eigentlich immer einen Softtop, so wie ich ihn kenne, weil die coolen Jungs sind hier nämlich mit dem Softtop gefahren, gerade im Sommer von Eisdiele zu Eisdiele, zwei vorne, drei, vier hinten johlend mit Überrollbügel und so. Ja, fand ich cool damals, habe ich hochgeguckt. Durfte ich noch nicht fahren. Gut, also 1978 wurde der LJ80 in Deutschland bzw. in Europa eingeführt, ist hier auch eingeschlagen. Denke ich, hat man auch ganz gut gesehen damals auf den Straßen. Der hat sich wirklich ganz gut verkauft. 1981 wurde dann aber schon vom SJ abgelöst und es hat immerhin noch bis 1998 gedauert, bis Suzuki sich entschlossen hat, Mensch, nennen wir den Jimny doch auch in Europa Jimny. Unser Modell hat das letzte Facelift 2012 erhalten. Suzuki hat mich vom ganzen Waldchen mal nach Bremerhaven eingeladen. Das ist ganz spannend. Das ist einer der zentralen Umschlagorte für Autos in Europa. Unter anderem kommen die ganzen deutschen Hersteller, schieben ihre Autos, die nach Übersee gehen, da quasi hin. Dann werden die verschifft und weggeschifft. Aber auch die Importeure kommen da mit ihren Schiffen an und dort werden die Autos dann entladen. Und zum Teil auch aufbereitet, speziell bei Suzuki. Das durfte ich mir sogar ansehen. Der Jimny bekommt unter anderem eine ganz spezielle Rostfolie. Sorge. Es ist also ganz interessant, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe einen gesehen bei Mobile oder Autoscout in Italien oder Spanien für ein Apfel und ein Ei. Obacht bitte, weil die kriegen keine Rostvorsorge, nur die deutschen Modelle und vielleicht sind die deswegen dann irgendwie 1-2 Euro teurer, aber halten dann auch dementsprechend länger. Übrigens in Spanien wurde der mal in Lizenz als Cabrio gebaut, als Santana, aber auch da wieder Obacht, keine Rostschutz, ne? Also kein Rostschutz bei. Ich gestehe hier öffentlich und ehrlicherweise auch, ich bereite mich durchaus mit Wikipedia vor. Ich nehme das nicht als alleinige Quelle, selbstverständlich, aber ich gucke, da hat man meistens immer einen guten Überblick. Bei den Japanern sieht es da meistens nicht so gut aus, vor allen Dingen nicht bei den absoluten Bestsellern, so wie beim Jimny. Da steht unter anderem noch, dass es einen Diesel gibt, den gibt es aber gar nicht mehr. Nachgeguckt, ne? Damit macht es mir Suzuki einfach. Es gibt nur diesen einen Motor. Es gab auch eine Zeit lang den Wagen mal als Hecktriebler. Gibt es auch nicht mehr. Gibt es nur noch als, als Allradfahrzeug. Die einzige Wahl, die ihr habt, ihr könnt euch entscheiden für entweder ein manuelles Fünfganggetriebe oder eine Vierstufen-Automatik, wobei die Vierstufen-Automatik an die mittlere Ausstattungslinie gekoppelt ist. Ja, und hier haben wir ihn, den einzigen Motor, den es gibt. Das ist ein 1,3 Liter Vierzylinder mit 84 PS. Der hat ein maximales Drehmoment von 110 Newtonmeter, die bei 4100 Umdrehungen pro Minute anliegen. Der Diesel hat ein bisschen mehr Drehmoment übrigens, aber den gibt es halt, wie gesagt, nicht mehr. Unser Testwagen hat natürlich Allradantrieb, so wie alle Jimnys in Deutschland. Und wir haben das manuelle Fünfganggetriebe. Fakten, Fakten, Fakten. Der Jimny, der beschleunigt von 0 auf 100, wenn man richtig schaltet, in 14,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht er auch schon bei 140 km/h. Der 2016 Suzuki Jimny Ranger verfügt über einen Tankinhalt von 40 Litern beim Neftsverbrauch laut Suzuki von 7,1 Litern. Super, auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 560 Kilometern kommen. Der kombinierte CO2-Ausstoß liegt laut Suzuki bei 162 Gramm pro Kilometer.
Der Suzuki Jimny ist 3,70 Meter lang bei einem Radstand von 2,25 Meter. Er ist 1,71 Meter hoch und misst in der Breite 1,60 Meter. Der Wendekreis beträgt 9,80 Meter. Das Leergewicht ist mit 1.135 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 1.420 Kilogramm. Und weil es sich bei dem Jimny ja um ein SUV bzw. eigentlich um einen Geländewagen handelt, hier die üblichen Offroad-Eigenschaften in Zahlen ausgedrückt. Der Böschungswinkel vorn beträgt 42 Grad, der Böschungswinkel hinten 46 Grad. Der Rampenwinkel liegt bei 31 Grad und die Wattiefe ist mit 400 mm angegeben. Der preiswerteste Suzuki Jimny ist für 15.590 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 16.690 Euro, kostet aber, so wie er hier steht, 17.670 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 13, Vollkasko 17 und Teilkasko 16. Den Suzuki Jimny gibt es erstmal in zwei Ausprägungen. Einmal der normale Dreitürer und dann der Ranger. Das ist das Modell, was wir hier haben, der sich speziell eigentlich an Jäger wendet. Aber auch an alle anderen Leute, die eher Offroad gehen oder in den Wald fahren, zum Holz machen, weiß der Geier was. Gut, ob nun normaler Dreitürer oder Ranger, es gibt drei Ausstattungslinien, denn der Ranger wird ja in Bremerhaven erst zum Ranger gemacht. Der kommt als ganz normaler Jimny da an. Und es gibt drei Ausstattungslinien, Club, Komfort und Style. Und unsere Ausstattungslinie hier ist die Style-Ausstattungslinie. Die erkennt man unter anderem an den serienmäßigen Nebelscheinwerfern. Zu den anderen Leuchtmitteln muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Wir haben ganz normale Halogenscheinwerfer. Man sieht die Leuchtmittel hier auch sehr schön durch das klare Glas. Und auch Blinker und Positionsleuchte sind entsprechend mit normalen Leuchtmitteln bestückt. Was ich persönlich ganz lustig finde, 140 Fährte, aber schöne dicke Hutze erstmal vorne drauf. Ne? Damit auch richtig Freude aufkommt bei Fatty. Diese Farbe hier nennt sich vermutlich Quasar Grey Metallic, also Grau Metallic auf jeden Fall, wie sich das davor ausspricht, ich weiß es nicht. Das ist eine von vier Farben, die ihr beim Style auswählen könnt und für die anderen Ausstattungslinien gibt es noch zwei extra Farben, aber Metallic ist beim Style gegeben und auch mit dabei. Das gilt auch für die 15 Zoll Alufelgen, denn die unteren Ausstattungslinien stehen auf 15 Zoll Stahlrädern. Gut, dazu gehören dann auch noch die lackierten Türgriffe, die silberne Rehdachreling und die getönten Heckscheiben. Der Aufkleber gehört zur Ranger-Ausstattung. Ja. Habe ich jetzt alles? Nein. Aber eins habe ich noch vergessen, die Bodenfreiheit, wir reden ja hier über einen Jeep, die Bodenfreiheit beträgt 19 cm. Zur Style Edition gehört übrigens, dass hier die Reserveradabdeckung in Wagenfarbe lackiert ist und zum Ranger gehört serienmäßig die abnehmbare Anhängerkupplung. Ja, sonst sieht er hinten aus wie halt ein ganz normaler Geländewagen. Kein SUV, einen Scheibenwischer hat er auch, der versteckt sich hier ein bisschen und zu den Rückleuchten brauche ich auch, glaube ich, nicht allzu viel sagen, zweigeteilt und die sind halt auch mit normalen Leuchtmitteln bestückt eben. Vielleicht nochmal ganz lustig, aber das kann man nachher zeigen, die Tür öffnet sich halt so seitwärts hier beim Jimny. Ja, das war's. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit in den Innenraum hier vom Jimny. Die Türen sind echt schlank, das darf ich mal anmerken. Öffnen gut im 75-Grad-Winkel. Und ich darf noch hinzufügen, Gummimatten, die sind auch Teil der Ranger-Ausstattung hier. Das darf man mal anmerken, oder? Wenn das einsteigen, es geht nach oben, ist klar, ist ja ein Geländewagen. Was habe ich gesagt? 19 cm Bodenfreiheit. Die Tür kann man ganz locker zuschlagen. Und ehe ich das jetzt gleich wieder vergesse, man hat hier relativ wenig Platz zur Seite. Das hat mich damals beim Defender ja total gestört. Da dachte ich, das Auto kaufst du nie. Du sitzt hier wie so ein Klammeraffe drin. Ist aber wohlgemerkt, damit man sich ganz einfach nach draußen lehnen kann, um zu sehen, was die Vorderräder da machen, wenn man nämlich ins Gelände geht mit dem Auto. Und so hat das alles seine Richtigkeit hier mit dem mangelnden Platz zur linken Seite und beim Beifahrersitz zur rechten Seite. Ja, willkommen im
Suzuki Jimny. So sieht er von innen aus. Die Materialien sind natürlich robust gehalten, sage ich mal, um jetzt hier nicht Hartplastik die ganze Zeit zu sagen. Aber im Prinzip, ja, das ist alles sehr robust. Wir haben zwar hier einen Teppich, da sind Gummimatten drauf, aber hier oben ist alles hartes Plastik. Auch in den Türen hartes Plastik. Die Freiheit hier oder die Bequemlichkeit zur Seite hatte ich schon erwähnt. Das ist dem Geländewagen-Design zugeschrieben. Nach oben hin habe ich aber einen ganzen Kopf Platz. Ja. Und die Ergonomie ist auch einfach. Wir haben hier nicht mal ein Display, was irgendwo hinzeigen muss, sondern ein Radio, ein ganz normales. Und alle Schalter sind einfach zu erreichen, da wo man sie erreichen will. Wir haben hier schöne Drehregler, da mittlerweile stehe ich da ja richtig drauf. Und ja, im Prinzip war es das. Ich muss hier auch, glaube ich, nichts ausschmücken, was nicht auszuschmücken ist. Die Decke ist mit Filz verkleidet. Zwischen den beiden Sitzen habe ich so ein Stückchen Platz halt. Wenn jemand auf dem Beifahrersitz ist es trotzdem nicht kuschelig. Das passt halt schon. Aber es ist eben ein kompaktes Auto und das merkt man auch. Also ist jetzt hier kein riesen SUV, sondern ein kleiner Geländewagen eben. Gut, dann fange ich auch gleich an. Upsi, wir haben hier sogar eine Gurthöhenverstellung. Ich weiß bloß nicht, wie man sie verstellt. Ja, keine Ahnung, muss ich mir mal angucken. Zeige ich dann im Schnittbild. Die Gurtlänge ist, ja, ein bisschen mehr Fülle darf man noch haben, aber irgendwann wird es halt eng. Die Sitze sind elektrisch nicht verstellbar, sondern manuell. Hier ist ganz nach vorne, das kann ich nicht. Und das ist ganz nach hinten. Und dahinter ist dann das Ranger-Gitter, wenn man es denn haben möchte. Man kann es aber auch ausbauen. Höhenverstellbar ist nicht. Und ich muss tatsächlich die Tür aufmachen, weil da so wenig Platz ist. Die Lehne kann ich halt über so einen Hebel verstellen. Ihr wisst, Hebel mag ich nicht so, weil man das schlecht dosieren kann. Hoppla, klappert auch so ein bisschen beim Zuschlagen. Aber ist halt hier auch nichts an Schickedänzchens. Zur Style-Ausstattung gehören auch die Kunstledersitze. Sonst hat man hier Stoffsitze entsprechend verbaut. Ja, das Lenkrad ist ein Lenkrad mit Leder bezogen. Auch das gehört zur Style-Ausstattung. Ach, jetzt habe ich das Lenkradschloss einrasten lassen. Kein Multifunktionslenkrad, nicht verstellbar. Können wir ganz kurz abhaken. Wow, das wird eine kurze Geschichte. Die Spiegel sind schön quadratisch, damit sehe ich zumindest alles, was hinter mir passiert. Eigentlich sind die auch recht groß, so für den Rest des Autos. Und ich sehe auch das Ende vom Fahrzeug, was fürs Rangieren natürlich irgendwie wirklich gut ist, weil ja hier natürlich auch keine Rückfahrkamera verbaut ist. Wobei ich meine, auch hier gibt es diese Nachrüstelösung, dass man hier noch ein anderes Display mit Rückfahrkamera sich verbauen kann. Aber ich denke mal, der Wagen ist echt so kompakt. Auch durch den Innenspiegel, ja, der ist klein, also ich habe hinten eine relativ große Heckscheibe und da muss ich aber wirklich den Kopf bewegen, damit ich die ganz einsehen kann, aber durch den Rückspiegel sehe ich halt das Reserverad und weiß ja, dass hinten das Reserverad draufgeschnallt ist, da ist das Auto zu Ende und kann so halt auch gut abschätzen beim Einparken entsprechend. Aber sonst ist der natürlich schon extrem klein, der Spiegel. Was den Schulterblick angeht, ein Blick über die Schulter. Die B-Säule macht sich hier ziemlich breit. Warum eigentlich? Ist aber so, aber ein richtig toter Winkel ist das nicht. Und über die andere Seite, ja, B schon ziemlich, aber dafür ist die C-Säule dann recht kompakt. Also übersichtlich ist auf jeden Fall auch hier, also zum Rangieren, das reicht vollkommen aus. Da brauche ich auch keine Rückfahrkamera. Selbst ich nicht, der sonst immer eine haben will. Ja. Ich bin ein bisschen verdattert, weil es so schnell geht. Gut, aber dann kommen wir zum Cockpit, ne? Dafür starte ich natürlich wie immer einmal den Motor, damit alle Lampen einmal angehen. Wir haben hier relativ klassisch auf der linken Seite den Drehzahlmesser. Bis 6500 Umdrehungen kann man drehen. Danach beginnt der rote Bereich. Auf der rechten Seite dann der Tachometer. 140 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Bis 180 ist er ausgezeichnet. Naja. Und in der Mitte dann quasi das Kombi-Instrument. Mit der Tankanzeige und der Kühlwasseranzeige und Tageskilometer wie Gesamtzähler. Und jetzt muss ich mal gucken, irgendwo da unten habe ich noch so einen Triphebel. Wenn ich auf den drauf drücke,
kann ich hier unterschiedliche Trips abspeichern und resetten halt. Aber was vermissen wir? Ja, irgendwie so ein Bordcomputer, zumindest irgendwas, was uns sagt, wie viel wir denn verbrauchen. Und das ist halt nicht gegeben hier. Und sonst vielleicht noch einmal, ich bin immer meistens mit Heckantrieb gefahren. Ich kann natürlich auch den Allradantrieb hier einmal aktivieren. Da knackt das einmal unten und dann sieht man dieses grüne Signet da oder das Zeichen halt. Und genauso kann ich jetzt auch nochmal in den Geländemodus schalten halt. Dann wird hier 4L angezeigt und das Ganze kann ich auch wieder ausschalten, indem ich einfach die 2WD-Taste, also hier unten drücke ich quasi die Tasten, halte die einen Augenblick gedrückt und dann wird mir hier oben der andere Modus angezeigt. Ach ja, die Uhrzeit habe ich euch unterschlagen. Uhrzeit haben wir hier auch noch. Die hätte ich sonst aber auch im Radio. Und das Radio kann Radio und CD. Das war's. Sonst haben wir hier nichts. Gibt auch kein Aux-In, gibt kein gar nichts. Kann ich auch wieder ausmachen. Ein Ambient Light gibt es nicht. Das hätte mich auch sehr gewundert. Der Warnblinkschalter ist hier sehr schön oben angebracht. Das ist eigentlich eine Traumposition für den Schalter. Findet man sofort. Auch nochmal, weil hier sonst alles schwarz ist, kann man ihn auch gut erkennen. Und eine Hupe haben wir auch. Und die Hupe hört sich so an. Ein Hauch von Luxus haben die Sitze übrigens doch. Es gibt hier einen Knopf für die Sitzheizung. An und aus ist das. Es gibt nur einen Knopf. Da war ich irrig der Meinung, es gäbe auch nur eine Sitzheizung. Aber beide Sitze sind beheizt. Die lassen sich halt bloß nur an- und ausschalten. Und man muss sich dann halt friedlich einigen, ob sie dann angeschaltet ist oder ausbleibt. Und genauso gibt es hier auch noch mehr Luxus, beheizbare Außenspiegel. Muss man aber auch separat einschalten. Ja, auch der Suzuki Jimny muss sich natürlich dem Ausfahrt-TV Innenraumcheck stellen. Auch hier, denke ich, wird es eine relativ schnelle Nummer. Wir haben Türtaschen, die sind aber ganz schmal, passt gerade mal ein Portemonnaie rein. Nee, auch mein Portemonnaie passt da nicht rein. Wohl aber hier mein Telefon, das könnte ich da reinschieben. Da drüber ist noch so ein Gummiband angebracht, dass man irgendwie Kartenmaterial oder ähnliches Schriftzeug irgendwie da so ein bisschen festzurren kann oder festklemmen kann. Das war's dann auch schon. Unterm Sitz ist auch nichts. Gehen wir weiter. Wir haben einen Aschenbecher hier, tatsächlich, aber kein Zigarettenanzünder, sondern einen 12-Volt-Anschluss. Unter dem befindet sich noch mal so eine kleine Ablage, liegen hier ein paar Tickets von mir. Hier ist der Gangwahlhebel, die Handbremse haben wir, also eine normale Handbremse. Daneben befindet sich auch noch mal ein kleines Fach und dahinter dann zwei Getränkehalter. Ohne Abstandshalter, recht schlicht gehalten. In dem Bereich hier haben wir ein kleines Fach, da kann man Sachen ablegen. Habe ich vorhin meine Sonnenbrille reingelegt. Ich dachte ja, die Sonne würde rauskommen, kam sie dann aber nicht. Und wir haben ein Handschuhfach. Das ist nicht beleuchtet, aber da passt zumindest das Bordmaterial ran und sogar noch was anderes, wenn es dann sein muss. Sonnenblenden gibt es auf beiden Seiten. Make-up-Spiegel habe aber nur ich als Fahrer. Der ist nicht beleuchtet, aber auf der Kappe gibt es dann halt nochmal einen Tickethalter. Der Griff hier ist nicht installiert auf der Fahrerseite, aber auf der Beifahrerseite haben wir einen einfachen Haltegriff und das Licht ist auch einfach aus, Tür oder an. Leseleuchten sind hier ebenfalls nicht vorgesehen. So, jetzt geht's nach hinten und ich muss ein bisschen faken. Von vorne Tür brauche ich euch nicht zeigen, es geht jetzt wirklich nur ums Einsteigen, aber Obacht! Suzuki hat mir den Jimny als Ranger gestellt, also hinten mit einem Gitter quasi und einer Schutzhülle, damit man mit dem Hund in den Wald fahren kann oder das erlegte Wild mit reinschmeißt oder auf jeden Fall hinten eine Ladefläche hat und den quasi als Zweisitzer bewegt. Aber man kann das Gitter natürlich auch ausbauen, das habe ich getan. Leider war bei meinem Testwagen jetzt keine Sitzbank, also das unter das Sitzkissen war nicht dabei. Darum fake ich da jetzt so ein bisschen und möchte euch aber trotzdem so wenigstens einen Hauch von Eindruck geben, wie sich der Jimny denn als Nicht-Ranger fährt, beziehungsweise wie das Platzangebot hinten ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jetzt klappe ich die Lehne vor und schiebe den Sitz mal nach vorne. Der hat ja so eine Stellung, da passiert halt nichts und kann jetzt hier einsteigen. Ich muss mal ganz kurz noch was machen.
So, und jetzt ziehe ich den Sitz wieder zurück und klappe den nach vorne und sitze hinten. Also das Einsteigen ist jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Ja, ich sitze jetzt quasi hier auf so einem Kindersitzkissen, weil wie gesagt, die Sitzbank ist nicht da. Was die Beinfreiheit angeht, ob nun auf Kindersitzkissen oder ohne, ist glaube ich ziemlich egal, die ist eingeschränkt. Also ich bohre quasi schon dem Fahrer die Beine oder meine Knie in den Rücken, könnte die allerdings so ein bisschen schräg noch stellen, das würde wohl gehen. Lange Strecke möchte ich so trotzdem nicht zurücklegen, da bin ich ganz ehrlich. Vom Platzangebot der Kopf, zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt zumindest noch die flache Hand. Also ein bisschen ist da was. Also hier hinten auch Kunstleder übrigens, was die Sitzgurte angeht. Auch das wird meines Erachtens relativ eng für einen Kindersitz. Die Gurtpeitschen sind allerdings starr hier unten drin. Und wir haben auch Isofix-Haltung. Sind auch nur zwei Plätze hier geplant. Ausstattung. Ich habe hier hinten auch noch einen Getränkehalter und ein großes Ablagefach. Und halt überall diese Druckknöpfe. Und ich vermute mal, dass hier sonst entsprechend Haltegriffe montiert werden. Aber das ist halt die Gitterhalterung und das zeige ich euch nachher noch. Ja, sonst ist hier auch nichts. Ich habe hier kein Licht, ich habe hier kein Fenster, was ich öffnen kann. Ich sitze hier halt einfach nur und das war's auch schon. Ja, aber selbst Erwachsene mit meiner Größe 1,80 Meter bin ich groß, können hier zumindest kurze Strecken mit zurücklegen. Also in den Wald fahren geht wohl noch, denke ich. Ja, was kommt vor dem Kofferraum? Es kommt immer einmal der Schlüssel, der ist relativ schlicht gehalten. Auf der Rückseite das Suzuki S, es gibt noch einen richtigen Bart. Und vorne sind halt zwei Knöpfe, einmal entriegeln und einmal verriegeln. Das war's auch schon. So, die Kofferraumhaube ist Klappe, Tür. Tür ist auch nicht elektrisch zu öffnen, da gibt es nur diesen Griff und die öffnet sich halt zur Seite. Wie auch schon eben bei der hinteren Rücksitzbank muss ich jetzt so ein bisschen schummeln, aber wie gesagt, die Bank ist nicht da. Und hier haben sie uns, glaube ich, auch vergessen, noch so eine Ablage mit reinzugeben. Ich gehe da einfach drüber weg. Ich sage dann immer, hier liegt der Teppich. Ne? Ich gucke mal unter den Teppich und so. Aber erstmal können wir schön messen, das mache ich auch immer gerne. Die Höhe hier beträgt zum Einladen 73 cm. Und was ich viel spannender finde, die Tür verlängert, die offene Tür verlängert das Auto nochmal gut um 115 cm nach hinten. Also nichts für kurze Garagen. Ja, dann denke ich, gucken wir uns das mal gemeinsam an hier. Ja, das Gepäckabteil ist nicht wirklich groß. 113 Liter gibt Suzuki hier an, wenn ich die Rücksitzbank entsprechend aufgestellt habe. Aber ich weiß zumindest, mein größerer Remover, nenne ich nicht mehr, Koffer passt hier doch noch hinter die Sitzbank. Das fand ich durchaus gut. Gut, jetzt hebe ich hier mal den Teppich hoch. Ne? Der Teppich, der hier normalerweise ist, da befindet sich noch eine Abdeckung. Und hier haben wir den Wagenheber mit dem Ding zum Hochfahren. An den Seiten habe ich ein Fach, ja, so ein kleines Staufach, was auch immer da rein kann. Kriege ich bloß nicht wieder rein. Doch. Und das gleiche Fach, nehme ich mal an, befindet sich auch auf der anderen Seite. Ja, und ich ganz ehrlich bin, war es das auch schon. In der Tür hat man nochmal so eine Entriegelung, aber mehr ist hier halt nicht, ne? Kurz geguckt, alles gesehen. Wenn ich hier diesen Pinöckel ziehe, kann ich die Sitze umwerfen. Die fallen jetzt halt irgendwie ziemlich hart, weil die Sitzbank halt nicht dabei ist. Huch, nee, hier liegt noch mein Sitzbrötchen von eben. Alles nochmal. Ach, Himmel. Sabotiert mich. Es sabotiert mich. Ja, und dann haben wir auch keine ebene Ladefläche. Aber immerhin mal so ein bisschen Platz, um was einzuladen. Gut. Ja, und das brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Die Seiten hatten wir ja eben schon. Ne? Hier oben bin ich eben nicht so drauf eingegangen. Das sind die Griffe, um das Gitter nachher zu verschrauben. Und das sind auch die Teile hier. Damit verschraube ich dann nachher wieder das Gitter entsprechend, um aus dem Jimny wieder einen Ranger zu machen.
Also fangen wir an zu messen hier innen drin. Oben zur Lehne haben wir gut 28 cm. Wenn ich die Lehne umklappe, dann sind es hier bis zur umgeklappten Lehne gut 90 cm. Den Sitz kann ich noch einiges nach vorne schieben. Kommen wir auf 1,30 Meter, nicht ganz. Ja doch, wenn ich die Lehne nach vorne mache, ungefähr 1,30 Meter in der Länge. Und in der Breite, da kann ich egal wo messen, glaube ich, da haben wir 94 cm. In der Höhe zum Dach sind es immerhin 86 cm. Habe ich doch glatt vergessen. Wenn ich hier die Sitze umgelegt habe, bis hoch zum Dach, ist das Ladevolumen beträgt 816 Liter. Ja, ich habe jetzt mal schnell umgebaut. Schnell ist so eine Sache, aber ich habe für euch einen Zeitraffer vorbereitet, damit ihr das mal seht. Selbst jemand handwerklich eher durchschnittlich begabt ist, wie ich, hat es hingekriegt, das relativ fix zu machen. Ungeschnitten ist es für euch, nur halt in der Zeit gerafft, damit es nicht so lange dauert. Ja, ich mache jetzt mal hier den Sesam, öffne dich. Und so sieht es jetzt ausgeschlagen aus im Prinzip. Das heißt, ich habe hier diese Matte reingeknöpft. Da kann der Hund jetzt entsprechend rumtouren, ohne das Auto einzusauen. Oder man könnte auch mal sonst was reinschmeißen, weil die kann man, glaube ich, auch gut abwaschen wieder. Hier ist so ein Lappen, den kann man auch zum Schutz nochmal drüber legen. Und an der Matte ist sogar nochmal so ein Klettverschluss für das Warndreieck, damit das auch entsprechend aufgehoben ist. Und ich habe heute einen Remover für euch erlegt. Aber ich sage gar nicht mehr Remover, ne? Ein Koffer. Ja, insgesamt dürfen wir 285 Kilo zuladen im Jimny. Davon dürfen 40 Kilo aufs Dach geschnallt werden. Und die Anhängerkupplung ist gut für gebremste Anhänger bis 1,3 Tonnen. Ungebremste dürfen aber nur 350 Kilo wiegen. Ja, und los geht's mit meinem Fahreindruck. Bin eben schon eine halbe Stunde gefahren, habe nicht gemerkt, dass der Kameraakku schlapp gemacht hat. Hab ja freundlich was erzählt. Außer Spesen nichts gewesen. Jetzt machen wir das Ganze normal, fahren bloß woanders los und fangen auch ein bisschen anders an hier, weil die Straße gerade so schön holperig ist. Kann ich direkt was zum Fahrwerk sagen. Das holpert nicht, das poltert auch nicht so wirklich, aber man merkt halt schon, wenn die Straße ein bisschen schlechter ist. Hinten das Gitter klappert so ein bisschen, das nervt auch. Und das Erste, was ich machen würde, rechts und links habe ich nicht gemerkt, sorry. Wäre da Gummilager irgendwie zwischen zu machen, dass es halt nicht so poltert. Aber ich finde, das merkt man hier, kann man schon schön man merkt schon einen Unterschied. Jetzt auf der normalen Straße fällt einem das nicht auf, aber da hinten poltert das schon so ein bisschen. Lustig sind auch, wenn Wellen in der Straße sind, die merkt man hier drin natürlich auch dann sofort. Aber wie gesagt, das ist ein leichter Geländewagen und kein Sportwagen und auch kein normales Straßenfahrzeug. Und da muss man natürlich im Komfort leichte Abstriche machen. Was ich sagen kann, die Sitze sind nicht so unbedingt meins. Wenn ich da länger als eine halbe Stunde drin sitze, muss ich auf jeden Fall zumindest einmal die Lehne ein Stückchen verstellen. Sonst fängt man Rücken an rumzuzicken. Ja, jetzt hier Ampelstart. Erster Gang, zweiter Gang bei 40. Ja, jetzt machen wir schon mal 60, reicht ja auch. Ne? Auch hier merkt man, glaube ich, das ist kein Rennwagen. 14,1 Sekunden von 0 auf 100. Ja, damit reißt man jetzt auch nichts vom Hocker. Aber eigentlich schon, also es kommt mir immer so vor beim Anfahren, so, oh, ich kann nicht mitschwimmen, aber wenn man dann unterwegs ist, ist es eigentlich gar nicht so schlimm.
Genauso ähnlich ist es auf der Autobahn. So bei 100 denkst du, kommst du nicht aus dem Quark, aber kann ich euch gleich auch kurz zeigen. Die Lenkung hat natürlich in der Mittellage so ein bisschen Spiel, aber das ist ja Geländewagen, ist auch so üblich bei Geländewagen, das darf ruhig so sein. Ist also alles andere als knackig oder präzise oder sehr direkt oder so. Nein, ist eher so ein bisschen schwammig, aber das darf und das soll auch so. Trotzdem zum Rangieren fand ich, das war alles in Ordnung. Also in der Stadt, irgendwie im Parkplatz oder so. Klar, man merkt, dass man diese Geländereifen drauf hat und gerade im Stand muss man dann schon ein bisschen mehr Kraft machen. Da könnte die Servolenkung ruhig noch ein bisschen mehr unterstützen. Aber sonst ist das alles in Ordnung und Kurven fährt man eh nicht so wahnsinnig schnell mit diesem Auto hier. Ich kann das mal irgendwie vielleicht demonstrieren hier. Schnell gefahrene Kurve. Also wie es euch geht, kriege ich so ein bisschen Angst. Und auf der Autobahn muss man halt auch gucken, so ab 140, wenn man dann so ein bisschen zittert mit dem Lenkrad, da merkt man schon, dass das Auto mitzittern will. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache und macht auch nicht wirklich Spaß. Sollte man also tunlichst unterlassen. In Sachen Federung will ich jetzt hier zumindest einmal über so einen Feldweg fahren, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie das hier mit der Federung ist. Also zumindest so auf ja, Schotterstraßen. Ich finde es nicht schlimm, ist aber auch nicht schön. Ja, so verhält sich das halt. Ja, zur Schaltung kann ich sagen, knackig und präzise ist halt anders. Und manchmal muss ich halt schon gucken, wo ist er denn jetzt der Gang, in den ich möchte. Haben 5 Gänge zur Auswahl. Die Übersetzung sagt mir auch nicht so zu. Ich denke mal, das wird was mit dem Geländespielen zu tun haben. Gerade wenn man von dem dritten in den vierten schaltet, tut sich da kaum was mit der Drehzahl. Alles so ein bisschen seltsam, aber zweite dreht hoch, ja, müsste ich wahrscheinlich höher drehen, hoppla. So wollte ich gar nicht. Aber die Schaltung, mir macht sie Spaß. Ich finde dieses Rühren, das erinnert mich halt an früher. Ne? Also früher waren quasi fast alle Autos so, zumindest alle, die ich gefahren bin, weil die ja dementsprechend dann wieder gebraucht und alt waren. Und da so ein ausgelutschtes Getriebe war halt immer mit ein bisschen Rühren verbunden. Hier ist es nicht wirklich Rühren und ist es auch nicht schlimm, aber es ist halt keine knackige Schaltung, sondern hin und wieder findet man mal so einen Gang nicht. Finde ich aber charmant, also eher charmant als was anderes. Okay, jetzt nochmal ein schneller Ritt. Schnell, aber hier merkt man vielleicht auch was zum Kurvenverhalten. Also Kurven zu schnell gefahren, da hat man schon so das Gefühl, Mensch, kippt der? Wahrscheinlich kippt der nicht, nein, aber... wie gesagt, ey, was soll ich denn dazu sagen? Es ist halt kein Rennwagen, Kinder, ne? So, Autobahn erreicht, 80 im vierten Gang. Sagt mir auch brav an, ich soll den fünften schalten. Aber ich gebe ihm jetzt mal hier Vollgas. 4000 Umdrehungen bei 100. 130. 120 bei 5000 Umdrehungen, immer noch im vierten Gang. Jetzt muss ich einmal vom Gas gehen, weil der hier nicht vorbeikommt sonst. 5.120, weiter Vollgas, 130, 5.200, 140 offizielle Höchstgeschwindigkeit bei 5.800, 150 bei 6.000 laut Tacho. Ich messe hier nichts mit, ich mache immer nur laut Tacho. Und sogar die 160 erreiche ich bei 6.500, jetzt sollte ich auch mal schalten. Nein, ne? Ja, jetzt fahre ich hier 160 tatsächlich im, im fünften Gang dann. Und man hört es vielleicht, das Auto wird schon so ein bisschen laut. Also sobald er richtig Drehzahl kriegt, jenseits der 5000, muss man wirklich seine Stimme heben, um sich hier zu unterhalten oder seinen Zuschauern was zuzubrüllen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt nochmal, ich fahre, ne, 140 ist jetzt eher witzlos. Ja, ich habe hier so ein bisschen Verkehr und möchte keine Spirenzchens machen. Mal hoffen, dass der mich überholt, jawohl. Kann ich jetzt auch mal ein bisschen langsamer werden. Nur mal so Durchzug, 120 fährt man. Ich glaube, das ist auch eine gute Geschwindigkeit für das Auto. Fünfter Gang, Vollgas. 130. Come on, come on, come on, come on, come on. 140, damit belassen wir es jetzt auch.
Ab 100 fangen die Windgeräusche an. Das Schöne ist, die werden kaum lauter. Also ob man nur 100 oder 140 fährt, ich finde, die sind relativ konstant laut. Kann aber auch sein, dass der lautere Motorklang da irgendwie was, oder ja, der Sound halt, Sound. Das Motordröhnen, muss ich das sagen, da entsprechend verhindert, dass ich irgendwie was anderes höre. Oder dass die lauter werden für mich. Aber im Prinzip war es das dann auch von meiner Autobahnerfahrung. Reicht ja auch. Letztendlich, das ist nicht unbedingt das Auto, das man auf der Autobahn fahren will und muss. Ja, gehen wir nochmal ganz kurz auf die Assistenzsysteme hier ein im Suzuki Jimny. Da bin ich auch schon fertig. Ich kann euch aber sagen, dass ich hier elektrische Fensterheber habe für beide Fenster. Ich habe Nebelscheinwerfer vorne und hinten. Ich kann die Spiegel elektrisch verstellen, wenn ich dann möchte. Und ich habe sogar eine Klimaanlage hier. Was mich aber echt umgehauen hat, sind die Boxen. Also hier keine Premium-Boxen, ganz normale Serienausstattung. Und die machen trotzdem gar nicht mal so schlecht Lala. Vor allen Dingen schaffen die es noch, bei 130 den Motor zu übertönen, ohne sich richtig schlimm anzuhören. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht ironisch, ich meine, oft sage ich sowas ja ironisch. Ich bin wirklich recht angetan. Also wenn man denkt, den Jimny will ich mir kaufen, weil Musik ist mir wichtig, dann kaufst du ja keinen Jimny, ist klar. Aber du brauchst den Jimny und trotzdem hörst du gerne Musik. Hör dir erstmal die Serienboxen an, bevor du irgendwas anderes kaufst. Weil ich finde, die haben schon was. Nee, passt schon. Gar nicht so verkehrt. Ja, ganz kurz zu den Bremsen. Neulich hatte jemand gesagt, mach doch mal vernünftige Bremsentests. Ja, würde ich machen, wenn ich eine vernünftige Anlage hätte oder irgendwie immer unter den gleichen Konditionen testen könnte. Kann ich aber nicht. Darum sage ich halt immer nur das, was ich hier fühle mit dem Auto. Wenn ich das Auto bremse, habe ich das Gefühl, die Bremsen werden irgendwann weich oder schmierig oder fangen an zu faden. Oder habe ich das Gefühl, Mensch, die kommen mit dem Gewicht des Autos nicht klar oder die ziehen irgendwie schief. Dann sage ich euch das und sonst sage ich halt, ich habe kein Problem mit den Bremsen gehabt. So wie hier auch im Jimny nicht. Der scheint das irgendwie ganz gut zu bekommen, aber ich kann es euch auch nicht sagen. Ja, noch eine Sache, gerne würde ich mal Offroad fahren. Ich muss mal sehen, beim Bilzerberg habe ich vielleicht die Gelegenheit, sowas öfter mal zu machen. Aber auch da muss ich sagen, ich bin ja kein Offroader. Also ich habe überhaupt keinen Vergleich und auch nicht eine echte Expertise. Was soll ich da groß beurteilen? Kommt ein Berg hoch, kommen sie doch alle, oder? Und da zu differenzieren, das liegt mir, glaube ich, nicht. Also kann ich nicht. Weiß ich nicht, muss ich mal ausprobieren. Muss ich mich mal mit einem Experten drüber unterhalten und dann gucke ich mal, was ich für euch daraus zaubern kann und vor allen Dingen wo. Das ist immer eine größere Frage. Ja, dann komme ich mal zum Ende hier zu meinem Review vom Suzuki Jimny Ranger. Und ja, ich habe ja meine 4 Punkte, die ich immer abarbeite, Verbrauch. Gibt keinen Bordcomputer, gibt keinen Verbrauch. Ich habe es ungefähr nachgerechnet. Ich denke, dass der etwas unter 10 Liter verbraucht hat, so wie ich ihn jetzt gefahren bin. Gebe aber zu, dass ich ihn nicht artgerecht bewegt habe. Also ich war mit dem Wagen durchaus auf der Autobahn und muss auch gestehen, bevor ich wusste, dass die Höchstgeschwindigkeit 140 ist, dachte ich, naja, nach 140 passiert ja nicht mehr ganz so viel. Also artgerecht bewegt habe ich ihn nicht und ich denke, man kann ihn auch im Alltag mit einem Liter oder zwei vielleicht weniger fahren. Aber ich kann es euch auch nicht garantieren oder sagen. Was den Fahrspaß angeht, ist halt schon ein spezielles Auto, ist ein kleiner Geländewagen. Ne? Wenn man Geländewagen mag, kann man damit auch Spaß haben. Ich persönlich war jetzt nicht im Gelände. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen blöd. Ne? Jan fährt ein Geländewagen, wieso fährt er nicht ins Gelände? Ja, weil ich es nicht kann. Punkt. Also weder noch. Also ich könnte schon ins Gelände fahren, Bilzerberg zum Beispiel. Ich werde mal sehen. Irgendwann, vielleicht nächstes Jahr oder so, fange ich dann auch an, Geländewagen ins Gelände zu fahren. Aber jetzt geht es halt nicht. Ich bin auf der Straße gefahren, bums aus und mal auf dem Feldweg, da geht das auch. Ja, wo war ich denn? Bei Fahrspaß? Ja, also Fahrspaß, ich finde es lustig zu fahren, es ist interessant zu fahren, aber der herkömmliche Fahrspaß ist bei mir ausgeblieben. Komfort. Ja, der ist natürlich, sobald man einen Gulli auch nur riecht, holpert der schon. Und die Sitze waren jetzt auch nicht so meins auf den längeren Strecken. 1-2 Stunden hatte ich schon so ein bisschen Probleme. Das muss aber nichts heißen, weil mein Rücken im Moment angeschlagen ist. Aber auch so, das Fahrwerk ist natürlich ein Geländewagenfahrwerk. Was erwartet ihr denn? Nein, das ist nicht komfortabel. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig holperig, aber eher holperig als komfortabel.
Ja, und den Alltagsnutzen, wir haben quasi keinen Kofferraum, diese 113 Liter kriegt man nicht mal eine Wasserkiste rein. Platz für 4 Personen, wobei hinten nicht wirklich Erwachsene reinpassen. Man kann das Ding zwar umlegen, so wie er als Ranger da steht, hat man natürlich schon Kofferraum, ne? Fast, was waren das, 600, 800 Liter, da geht's dann schon, dann ist es aber auch nur ein Zweisitzer. Wer also irgendwie oft in den Wald fährt und so weiter und hinten niemand mitnehmen muss, dann ist das durchaus gegeben, aber so als Alltagsauto für eine kleine Familie oder so, habe ich so meine Bedenken. Es sei denn, man wohnt wirklich am Berg, dann kann man vielleicht zum Einkaufen zumindest eine Sitzbank umklappen oder man lädt es oben in die Dachbox oder fährt mit dem Anhänger einkaufen. Naja. Ja, gut. Rundum, ich fand ihn trotzdem interessant. Also ich hatte schon Spaß mit dem Auto. Wenn auch kein Fahrspaß, also so generell Spaß. Ich finde ihn knuffig, der ist lustig. Zur Not könnte man sich den sogar leisten. Ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht. Wundert euch das? Mich nicht? Ich finde irgendwie, das hat was. Okay. Also, ich wollte es jetzt einmal erwähnt haben. Hier die Antenne hat irgendjemand abgeknickt. Ich war es nicht. Die liegt hier auf dem Dach drauf. Ich glaube, normalerweise würde die hier so hoch stehen. Ja, lassen wir die da mal hängen. Okay, das war's von meiner Seite aus. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen mit der Antenne. Das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, mein Review hier zum Jimny, dann lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da. Habt ihr Fragen, bitte gerne unten in die Kommentare. Und ihr könnt was Gutes für mich tun. Entweder mich finanziell unterstützen. Tippi und Patreon sind da die Dienste. Unten in der Videobeschreibung findet ihr entsprechende Links. Oder ihr verteilt diese Videos bei Facebook, Twitter oder Google Plus oder schiebt sie halt in eure privaten Playlisten bei Facebook, auch bei YouTube. Auch das hilft mir weiter. Ja, das war's von meiner Seite. Ich sag tschüss und bis dann, euer Jan. Hat er hier 15 Zoll Alus drauf, was natürlich nicht ganz so viel Sinn macht, ne? Für einen Förster, vielleicht bin ich auch vollkommen falsch, aus dem normalen Jimny quasi herausgearbeitet. Voller Schwachsinn.